Liebe Zuschauer, hier bei Pearl TV haben wir wieder ganz, ganz kleine Preise und was ganz Besonderes. Nämlich, kennen Sie das auch, Sie wollen eine lange Fahrt machen und haben leider keinen Strom mehr auf Ihrem Handy oder keinen Strom mehr auf Ihrem Notebook und brauchen es aber, weil Sie danach vielleicht auch noch einen wichtigen Termin haben, wollen vielleicht noch ein paar E-Mails checken und alles ist leer. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, Ihnen zu helfen und zwar mit diesem Kfz-Spannungskonverter können wir jetzt wieder dafür sorgen, dass Ihre Geräte total viel Energie haben. Und der liebe Kai zeigt uns das Gerät jetzt mal. Ja, Jana. Liebe Zuschauer, es ist ja wirklich so, wie Jana gerade sagte, das Problem ist heutzutage bei so vielen elektronischen Geräten, die ich ja mit dabei habe, Notebook, MP3-Player, die Digitalkamera und. Ja. Und das ja alles portable Dinge sind, die ich ja normalerweise im tagtäglichen Leben mit dabei habe. Richtig. Ist meistens dann irgendwann noch nicht am Ende des Tages, sondern immer noch kurz davor, leider Gottes, und das kennen Sie auch, der Saft aus. Ja. Und da haben wir definitiv ein ganz tolles Gerät, um Ihnen jetzt einfach mal zu sagen, auch wenn Sie im Urlaub sind, wenn Sie unterwegs sind, alles nicht mehr so schlimm, weil hier haben wir einen, wie du es gerade so schön gesagt hast, einen Spannungskonverter. Und zwar funktioniert der so, dass wir den in die handelsübliche Steckdose an unseren Zigarettenanzünder einstecken. Ja. Und dann dieses Gerät uns auf 230 Volt Spannung hochkonvertiert. Und das ist natürlich sehr schön, weil ich dann eigentlich nichts anderes als eine, sagen wir mal, vollwertige Steckdose bei mir im Auto habe. Das heißt, ich kriege den Strom, den ich normalerweise zu Hause in der Steckdose nutze, auch ganz einfach bei uns im Auto. Das Tolle bei dem Gerät ist erstens mal, es ist extrem robust, es ist schlagfest, es ist absolut unkaputtbar eigentlich, weil wir es aus einem sehr massiven Alugehäuse haben. Genau, ich merke, dass hier sind auch so Rillen, das ist aus Aluminium und man kann auch mal richtig gegenklopfen, das ist total fest. Und was ich schön finde, wir haben nicht nur die Steckdose, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich habe ein Ladekabel für mein Notebook und da habe ich wirklich nur eine Steckdose, also kein USB-Kabel und da kann ich also wirklich das Kabel verwenden und hier reinstecken und dann einfach einen Zigarettenanzünder ranschließen. Genau. Das Tolle ist, liebe Zuschauer, wir haben hier eine Kombination von erstens mal, wie Jana das gerade schon sagte, eben der Steckdose, mit der Sie dann dementsprechend wirklich einen Laptop auf der Fahrt mal mit anschließen können oder wenn Sie Ihre passenden, sagen wir mal, Ladekabel nicht mit dabei haben oder es ja auch heute noch einige Geräte gibt, die kein passendes USB-Ladekabel haben, sondern wirklich bloß 230 Volt Steckdose benötigen, haben wir hier komplett eigentlich alles mal damit abgeklärt. Ja. Gleichzeitig haben wir eben auch noch, wie du es eben ja auch gerade so schön gesagt hast, diese USB-Steckdose noch mit dabei. Das heißt, zeigen wir doch mal, wo ist diese USB? Hier oben, ne? So. Ich mache das jetzt mal so, dass wir einfach mal kurz in die Kamera gucken können. Und zwar haben wir da jetzt oben drüber den An- und Ausschalter schön in Rot, damit man auch immer sieht, wann ist er an, wann ist er aus. Und hier haben wir unser USB. Lieber Kai, man kann quasi diesen Anschluss in den Zigarettenanzünder stecken und kann aber auch das drin lassen und einfach auf Ausstellen hier über den An-Ausknopf. Ganz genau, die Möglichkeit habe ich auch. Wichtig ist, dass ich auf jeden Fall meinen USB, meinen Anschluss mit 5 Volt abgesichert habe, das heißt 5 Volt Leistung, was also wirklich für jedes Smartphone heute geeignet ist. Das heißt, ich komme nicht mehr in die Situation, dass mir irgendwie stromtechnisch was passieren sollte. Und jetzt kommen wir gerade zu den Punkten, liebe Zuschauer, wo nutze ich das alles? Ja, richtig. Also ich denke da ganz gezielt natürlich an meine langen Fahrten. Gut, für mich ist schon lang, wenn ich von Hannover nach Freiburg fahre und wieder zurück. Aber es gibt ja auch noch andere Fahrten, vielleicht nach Italien oder nach Frankreich oder Österreich. Und da ist man ja viele Stunden unterwegs. Und wenn man dann zum Beispiel das Notebook anschließen kann, das Handy, die Kamera, Digitalkamera, ganz wichtig, wenn man in Urlaub fährt und möchte Fotos knipsen, schöne Erinnerungen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, wenn du verreist, dass du immer deine Digicam dabei hast. Ich habe die immer mit dabei. Ja. Ich habe aber nicht nur eine kleine. Also ich habe immer so, wenn ich unterwegs bin, du weißt ja, als Fahrradfahrer hat man immer gerne ein bisschen was Kleines, Kompaktes mit dabei. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel im Skilaub bin im Winter, habe ich immer noch eine richtig große Digicam mit dabei, weil ich einfach sehr viel und sehr gerne Fotos mache. Ja. Und auch da ist immer das Thema, und das wissen Sie, liebe Zuschauer, Sie haben noch ein Motiv, noch ein Motiv, noch ein Motiv und der Akku ist leer. Ich finde es eigentlich, so gesehen, ist es ein Muss in jedem Kofferraum, in jedem Handschuhfach. Das sollte eigentlich jeder mit dabei haben. Und zwar im Bereich Urlaub. Für 150 Watt Absicherung, die wir hier haben, bedeutet das, dass ich, wie gesagt, nicht nur die Smartphones, die Laptops alle anschließen kann, sondern ich könnte auch mal im Extremfall auch eine Kühltasche mit anschließen. Richtig, ganz wichtig. Für Getränke, für Erfrischung oder auch wenn man vielleicht einen Fisch mal transportieren möchte von der Nordsee, dann nach Hause, vielleicht sogar nach Freiburg, wo auch immer das ist, dann sind das ja mehrere Stunden und da kann ja so ein
Fisch auch schnell mal kippen. Und wenn Sie das dann anschließen können, brauchen nicht diese Kühlakkus, dann ist es ja umso besser. Also ich sehe es einfach so, wenn ich gerade jetzt, man stellt sich mal vor, heute Familie, größere Familie ist im Van unterwegs. Ja. Und Sie kennen das ja, wenn dann nach 2,5 Stunden dann, mal so, dass alles kommt. Wenn Sie dann einfach sagen können, Sie können wirklich im Kofferraum, Sie fahren mal kurz raus, machen die Kühltruhe auf und da sind Kaltgetränke drin. Die Kids sind stressfrei, Sie sind stressfrei, weil kühle Getränke, gerade in sommerlichen Zeiten, immer ganz gut dabei zu haben. Es gibt noch so viel mehr Einsatzbereiche und da ist es bei Ihnen wieder, liebe Zuschauer, so, wir kriegen ja von Ihnen immer genügend Rückmeldungen von unseren Produkten. Ich würde Sie auch bitten, dass Sie uns da einfach mal wieder ein paar Informationen schicken. Was machen Sie denn alles damit? Weil wir können Ihnen natürlich einige Dinge vorgeben, wo wir einfach sagen, die zum Nutzen sind, aber wir haben so pfiffige Zuschauer, das haben wir immer wieder gemerkt und Kunden auch von uns, dass es auch mal interessant ist, für was das noch alles verwendet wird, weil dann können wir das nämlich auch so schön für Sie mit einbauen und dann ist das eigentlich eine praktische Sache. Also wie gesagt, ich gehe davon aus, es ist ein Muss. Das Tolle ist auch hier, wir haben zum Beispiel, damit Sie keine Angst haben müssen, dass da mal irgendwas abrauchen könnte oder kaputt geht. Ja, ganz wichtig. Wir haben Überspannungsschutz mit dabei. Wir haben definitiv einen Ladeschutz mit dabei. Das heißt also, ich kann auch kein Gerät zu lang laden, dass es kaputt geht. Und das ist alles komplett in dem Gerät auch mit drin. Also gibt es keinen Kurzschluss in diesem Gerät. Was ich toll finde, das Format, also wie groß das ist, das passt ja ideal in den Getränkebecher. Das also fürs Auto optimal. Oder auch wenn man jetzt einen Campingwagen hat und vorne möchte man vielleicht auch ein paar technische Geräte anschließen, aufladen. Da gibt es ja viele verschiedene, haben wir ja schon aufgezählt, Digitalkamera, iPhone, was es nicht alles gibt. Und da kann man das natürlich super platzieren. Ganz genau. Und wackelt dann auch nicht hin und her im Auto, ne? Das wäre ja dann auch störend. Aber auch nochmal, um auf das Gehäuse zurückzukommen, das ist echt total stabil. Also uns ist es ja vorhin leider einmal kurz runtergefallen, aber es ist nichts passiert. Genau, also es ist richtig robust. Es ist ein Alu-Strang-Guss-Profil, das sieht man eben auch durch die Wellen hier. Ja. Und dadurch ist das eben so extrem robust. Also ich habe auch kein Problem, das jetzt mal ganz, ganz dreist hier mal auf den Tisch rumzuhauen. Also passieren tut dem Gerät Gott sei Dank nichts. Das ist wieder typisch bei uns. Pearl-Qualität, günstiger Preis. Ja. Und Sie haben eben den Riesenvorteil, hiermit haben Sie nie wieder das Thema, dass Ihnen auf irgendeiner längeren Reise oder wenn Sie irgendwo unterwegs sind, der Saft ausgeht. Ich sage es jetzt wirklich mal so. Weil das ist so praktisch, dass ich dieses Gerät habe. Und für den Preis, liebe Zuschauer, sollten Sie sich einfach eins ins Handschuhfach legen oder in den Kofferraum tun. Weil ich denke zum Beispiel auch an unsere Brummifahrer, die auch viel unterwegs sind. Genau, die zum Beispiel auch, wenn sie jetzt abends noch in ihrer Kabine sitzen und wollen zum Beispiel noch ein bisschen Fernsehen, auch da haben sie die Möglichkeit. Kleinen Fernseher, so einen portablen, packt der mit 150 Watt auch. Das funktioniert. Ja. Insofern ist das eigentlich für jeden, der beruflich oder privat unterwegs ist und auf Reisen ist, eigentlich der ideale Begleiter. Richtig. Ich finde es ehrlich gesagt ganz bezaubernd, dass LKW-Fahrer so lange Fahrten machen. Und wenn die dann auch mal einen Kaffee trinken, es gibt ja auch schon Kaffeemaschinen für den LKW oder fürs Auto. Und die sind winzig klein, aber es ist total klasse. Und die könnte man natürlich auch ideal hier reinstecken. Und gerade die Brummifahrer, die haben ja echt Kilometer zu reisen. Also wenn ich meine Fahrten mal so sehe, wo ich schon immer total müde und kaputt bin und die machen das als Beruf und dann sieht man die mal auf den Raststätten und da können die es auch ideal benutzen. Also ich habe echt einen Hut ab vor LKW-Fahrern, weil das ist wirklich eine Leistung. Also ich habe mal gefragt, weil das ganz interessant ist. Normalerweise sagt man ja bei einem Auto so nach 2 oder 3 Jahren, oh, das hat 100.000 Kilometer drauf, das ist eine ganz schöne Menge. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass LKWs, große 40 Tonner heutzutage, meistens nach 2, 2,5 Jahren schon Laufleistung von über 1 Million Kilometer haben. Also auch mal zu sehen, Wahnsinn, wie viel Brummifahrer auch letztendlich in ihrem Zweitwohnsitz sozusagen verbringen. Ja. Und natürlich der Brummifahrer Tag und Nacht da drauf sitzt. Aber da ist es eben wirklich so, Sie haben ein kleines Spannungskraftwerk mit dabei und wenn Sie einfach mal morgens den einen Kaffee mehr brauchen, dann können Sie sich den mit dem Ding auch zapfen. Also richtig, insofern ist das gut. Genau. Wir haben ja auch noch ein Filmchen gedreht mit diesem schönen Kfz-Spannungsgerät. Das können wir Ihnen jetzt gerne mal zeigen. Richtig, genau. So, jetzt sehen wir da den Chris, der auch bei uns hier arbeitet, wie er letztendlich in einen von unseren Bussen einsteigt. Und jetzt hat er einfach einen Laptop dabei und da ist der Saft wohl ein bisschen knapp, so wie ich das gerade sehe. Und jetzt holt er eben vorne wirklich aus dem Handschuhfach unseren kleinen, den wir jetzt haben, weil wir kommen ja noch auf ein zweites Gerät. Ja. Und jetzt sehen Sie es, liebe Zuschauer, ganz einfach in den Flaschenhalter stecken, das Adapterkabel in Zigarettenanzünder und jetzt ganz normal einfach Ihr Laptop anschließen mit dem normalen handelsüblichen Netzteil, was mit dabei ist. Und jetzt macht der Chris den Laptop auf, macht unseren Spannungswandler an, gibt dem jetzt noch Saft über die Zündung. Jawohl, so ist es. Und dann werden Sie gleich sehen. Jetzt, ui, Leerlauf kontrolliert. Hast du es gesehen? Noch kurz geguckt, hat er noch kein geguckt, Gang drin. Habe ich gesehen. So, ja. Und jetzt, liebe Zuschauer, sehen Sie, wunderbar. Wir haben Saft, wir haben Strom.
Das heißt, auch mal für die kleine Excel-Tabelle dazwischen auf dem Parkplatz haben Sie auf jeden Fall jederzeit Strom. Ja, also ich finde, dieses Gerät sollte man wirklich einfach haben. Im Auto, das braucht man einfach. Egal, wenn ich wirklich auf Reisen gehe, meine technischen Geräte sind fast immer leer. Ich weiß auch nicht, wie ich das meistere. Und dann habe ich aber auch nicht mehr die Zeit, eine Stunde irgendwie das aufzuladen. Ja. Und das geht unseren Zuschauern bestimmt genauso. Und deswegen finde ich es eigentlich ideal. Das ist ein absolutes Must-Have. Aber wenn wir zum Beispiel mal größere Fahrten haben oder wir möchten gerne mehrere technische Geräte anschließen, ja, da bräuchten wir vielleicht, denke ich jetzt mal, so eine Familie, die campen fährt. Da hast du uns auch noch was anderes mitgebracht, was noch mehr Leistung hat. Und jetzt wechseln wir nämlich einfach mal. Richtig. Wobei man beim zweiten Gerät schon dazu sagen sollte, was den Anschluss betrifft, da sollte schon ein, sagen wir mal, ein Fachmann auch ran. Ja, okay. Liebe Zuschauer, das, was ich Ihnen jetzt hier zeige, unser Kraftwerk, anders kann ich es gar nicht nennen, ja, das ist jetzt unser großer Spannungskonverter. Und zwar schafft der 1000 Watt Dauerleistung. Das ist jede Menge, ja, wie ich sehen kann. 1000 Watt bedeutet, ich sehe den hier ganz speziell in einem Einsatz von hauptsächlich Brummifahrern, von Leuten, die einen Campingwagen, ein Wohnmobil haben, ja, die einfach abends auch mal einen Fernseher laufen lassen wollen, die einfach auch mal vielleicht, wenn sie ihren Wohnwagen sauber machen wollen, einen handelsüblichen Staubsauger anschließen wollen oder, weil das ja alles Geräte sind, die richtige Leistung brauchen. Klar. Hier zum Beispiel kann ich auch ohne Probleme jetzt mal einen Föhn anschließen. Also wenn Sie jetzt mal überlegen, liebe Zuschauer, die ganze Familie abends auf dem Campingplatz und letztendlich ist es dann so, dass man sagt, naja, okay, es wird abends ein bisschen kühler, die Kinder lieber noch die Haare trocken föhnen, auch das wäre machbar, möchte bloß dazu sagen, das ist auch beiliegen mit dabei, das ist jetzt ein Spannungswandler, der direkt an die Batterie angeschlossen wird, also an die Autobatterie angeschlossen wird. Ja. Und da sollte man ein wenig fachliche Kompetenz haben, was unsere Kunden durch die Bank weg haben. Und insofern ist es ganz gut. Toll ist jetzt an der Thematik hier, wir haben auch wieder ein absolut robustes Alugehäuse mit dabei. Ja, ich sehe das. Ja. Wie eben gerade, sehr robust, hat lauter Rillen. Genau, was auch gleichzeitig Kühlrippen sind. Und bei 1000 Watt entsteht ja schon so ein bisschen Wärme auch mit dabei. Aber es ist auch nicht scharf, also Sie können sich hier nicht schneiden oder so, sondern es ist ganz weich. Und also jetzt schauen Sie mal, liebe Zuschauer, was sehen Sie jetzt hier vorne? Klasse, ne? 2 Schuko-Stecker und eine USB. Schuko-Stecker, das hört sich immer an wie Schoko, finde ich. Muss also, man Schokolade denken. Es ist wirklich die Schutzklasse, eigentlich die Schuko-Stecker. Ja. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, hier wirklich 2 Geräte anzuschließen, was natürlich klasse ist, wenn ich jetzt mit der großen Family unterwegs bin und abends im Campingwagen sage, einmal Fernsehen, einmal Föhn. Ja. Vor allen Dingen gleichzeitig, das ist schön laut, ne? Wenn das Kind die Haare geföhnt bekommt und die anderen wollen Fernsehen gucken. Genau so ist es. Dann haben wir eben auch unseren An-Aus-Knopf mit dabei und unsere USB-Ladestelle. Und was aber unser Gerät auch hat, das müssen wir auf der anderen Seite nochmal zeigen. Jetzt drehen wir nochmal um. Ja. Das ist dann hier, es ist alles perfekt abgesichert. Wir haben hier also 3 Sicherungen komplett mit dabei, die also die ganze Schutzelektronik innen drin letztendlich regeln. Dann haben wir hier auf der Seite, das ist jetzt da, haben wir unseren Masse- und unseren Minuspol für die Batterie, also zum direkten Anschließen. Genau. Und hier hinter diesem Gitter verbirgt sich eben noch ein Lüfter. Richtig. Das heißt, und dieses Gerät kann uns auch nicht zu warm werden. Ganz wichtig, weil sonst könnte ja auch ein Kurzschluss entstehen, wenn das überhitzen würde oder es geht kaputt. Aber das ist ja hier nicht der Fall, sondern wir haben eine richtig schöne Kühlung dabei. Wir haben eine Spitzenbelastung teilweise in Spitzen wirklich bis 2000 Watt. Das heißt, Sie haben also 1000 Watt Luft und sind auch ganz gut auf Reserve. Und geeignet ist die wirklich für HiFi-Anlagen. Ich würde mal sagen, Fernseher bis 70 cm geht ohne Probleme. Spielkonsolen, Ihre Kids zum Beispiel. Viele Kids gehen heute ohne die Playstation gar nicht mehr aus dem Haus. Also auch da haben Sie schon die Rettung sozusagen. Aber was auch immer richtig witzig ist, kennst du diese Spielkonsolen, wo die ganze Familie mit einbezogen wird? Ja, klar, wo dann alle vorsitzen und dann gibt es ja auch so eine Matte und da kann man tanzen und man kann so viel machen mit diesen Spielkonsolen und da ist die ganze Familie unterhalten. Das Tolle ist, hiermit funktioniert es auch, weil ich wirklich dementsprechend auch die Batterieversorgung, also die Stromversorgung dafür auch habe. Das heißt also auch irgendwo in, ich weiß es nicht, in Italien, irgendwo am Gardasee, auch da brauchen sie abends letztendlich auf ihren Familienspaß nicht verzichten, weil ich kann wirklich alles mit anschließen. Ich habe eine Betriebs-LED noch mit dabei, ich habe einen aktiven Lüfter mit drin. Auch hier sind wir wieder spannungsabgesichert, das kann uns nichts passieren. Und was dieses Gerät auch noch mit dabei hat, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, liebe Zuschauer, wir haben einen sogenannten Spannungsschutz mit dabei. Das heißt, es kann uns nicht passieren, dass unsere Autobatterie sich tief entlädt, weil unser schlaues kleines Konverterchen hier weiß ganz genau oder merkt und misst die Spannung auch bei der Batterie. Und wenn ihr merkt, dass die Batterie ein bisschen sehr in die Knie geht, dann schaltet der automatisch ab.
Beim Auto, das heißt, oder beim LKW ganz genau, in dem Fall. Das bedeutet, es kann mir gar nicht passieren, dass ich am Schluss dann eigentlich mal wieder einen Motor anmachen will und es passiert nichts, sondern Tatsache ist auch, dass wir hier in dem Bereich auch noch mit abgesichert sind. Ja, das ist mir ja schon mal passiert. Ich habe einfach das Licht bei einem älteren Auto, bei einem älteren Modell angelassen und bin dann rausgegangen und nächsten Morgen konnte ich es halt nicht mehr anschalten. Aber das passiert halt nicht hier, weil da ist quasi dieser Modus drin, wo sich der Konverter dem Auto ein Signal gibt oder andersherum, dass es einfach zu viel von der Batterie gezogen wird. Genau. Also das heißt, hier brauchen Sie keine Sorge haben, dass Sie nächsten Tag nicht losfahren können, sondern Sie haben immer die Möglichkeit zu starten. Und ich denke da an einen schönen See, wo man mit den Kindern spielen geht, ins Wasser geht und danach wird man am Abend schön am Tisch sitzen und guckt ein bisschen Fernsehen. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten, wofür man Strom braucht. Also Strom ist heutzutage gar nicht mehr wegzudenken. Ohne Strom geht gar nichts mehr. Nee, geht gar nichts mehr. Und für so einen kleinen Pearl-Preis, ich sage ja immer Pearl-Purzel-Preis, ich finde, das passt am besten. Und da sollten Sie auf jeden Fall zugreifen und am besten gleich jetzt. Sie sollten es bestellen, sich die Artikelnummer aufschreiben und bei uns anrufen. Und dann wünsche ich Ihnen viel, viel Energie. Bestellen Sie jetzt zum besonders günstigen Pearl-TV-Preis. Einfach unter 0180 51 51 3x die 2 oder auf www.pearl.tv. Und denken Sie dran, egal wie oft Sie an einem Tag bestellen, bei Pearl-TV bezahlen Sie nur einmal Versandkosten.